Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier lernst du, wie man aus einer Reihe von Ziffern eine möglichst kleine oder eine möglichst große Zahl macht. Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Ja, Aufgabenstellung lautet, du hast ein paar Ziffern gegeben und sollst eine möglichst kleine oder große Zahl daraus machen. Nehmen wir mal als Beispiel 5, 8, 2, 1. Und jetzt heißt es, mach eine möglichst große Zahl mit diesen Ziffern oder eine möglichst kleine Zahl. So, möglichst große Zahl bedeutet, wir fangen mit der größtmöglichen Ziffer an, also das ist die 8. Die nächstgrößere Zahl hier oder nächstgrößere Ziffer ist die 5 und danach die 2 und die 1 ist am kleinsten. Das heißt, die größtmöglichste Zahl mit den Ziffern 5, 8, 2, 1 ist 8521. Bei der kleinstmöglichen Zahl ist es genau umgekehrt. Da fangen wir mit der kleinsten Ziffer an, also mit der 1. Dann die nächstkleinere ist 2, dann die 5 und zuletzt die 8. Also die 8521 wird einfach umgedreht zu 1258. Noch ein Beispiel, sagen wir 6, 9, 7, 8. 6, 9, 7, 8. Das sind die vier Ziffern. Was ist die größtmögliche Zahl? Was ist die kleinstmögliche Zahl? Nun, die größte Ziffer hier ist die 9. Dann die nächstgrößere Ziffer ist die 8. Danach kommt die 7 und die 6 als kleinste Ziffer. 9, 8, 7, 6, also 9876. Das ist die größtmögliche Zahl. Und jetzt drehen wir das Ganze rum. Wir fangen mit der kleinsten Ziffer an, also mit der 6. Dann die nächstgrößere jetzt in dem Fall ist dann die 7. Dann die 8. Und die 9. 6789. Du möchtest den Umgang mit Zahlen noch ein bisschen üben, dann schau mal unter dieses Video, dort gibt es einmal weitere Erklärungen und auch Übungsaufgaben rund um diese Themen der Mathematik. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.